Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen und fand das richtig geil. So was wollte ich schon immer mal haben. Und dann habe ich gesagt, na klar, ob ich Grillhandschuhe testen will. Ob ich mir die mal angucken will und da vielleicht für euch ein Video darüber machen will. Die sind jetzt hier auch so verpackt, das werde ich euch gleich zeigen. Die sind richtig hart, die sind scheiße hart. Ja. Die werden wir uns gleich mal angucken. Ich habe mir dann auch eine Kerze geholt. Und Feuerzeuge. Um das mal zu testen, weil jetzt ist bei uns schon ziemlich kalt draußen. Ich habe versucht, meine Frau zu überreden, dass wir nochmal grillen. Meine Frau ist nicht begeistert. Meine Töchter sind nicht begeistert. Meine Mutter ist auch nicht begeistert. Also wenn die Frauen sagen nein, heißt das wohl nein. Also können wir sie nur so testen. Und dafür schwenken wir mal in die Unboxing-Ansicht. So, da sind wir in der Unboxing-Ansicht. Machen wir die Tüte hier oben irgendwo hin. So, ah, hier stehen die Gradzahlen. Also, mit Kerze hat sich schon erledigt, weil laut Google eine Kerze 1000 Grad erreicht. Und wir haben hier den höchsten Punkt 800 Grad Celsius. Also Feuerzeug sollte okay sein. 7 bis 10 Sekunden. Ne, wollen wir uns angucken. So, haben wir hier noch was stehen? Lieber Kunde. Wenn das Produkt beschädigt, defekt oder in irgendeiner Weise falsch ist, kontaktieren Sie uns bitte über service@outlook.com. Wir werden Ihre Probleme so schnell wie möglich lösen. Material: Amidfaser plus Baumwolle plus Silikon. Waschanleitung: Bitte verwenden Sie zur Reinigung Wasser bei ca. 45 Grad. Also steht nicht von Seife oder so. Eingeschränkte Garantie, Garantie, Schäden, bla bla bla. Ja, das ist klar. So, ich habe jetzt aber keine Schere hier. Ich werde das jetzt mal so auspacken hier. So. Jetzt sind sie mehr beweglich. Wie gesagt, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Hier sieht man auch, ist wirklich noch das Muster abgezeichnet. So, ich habe sie in XXL bestellt für mich, weil ich dicke Finger habe. Und hier seht ihr sie. Die sind dann halt etwas länger, als ihr gedacht habt, eben. So. Ich mache mal lieber so, dann kann man das ein bisschen besser sehen. So. Also das hier ist die Oberseite. Praktisch hier sind die Finger, die Handrücken und dann ist das nochmal halt bis hier hinten. Ja, geschützt. Das gibt es halt mit Gold und dann auch noch mit Rot. Da wäre das rot und da wäre das auf der Unterseite auch rot, diese Markierung. Da kommen wir gleich dazu. Hier haben wir aber auch überall, ja, auch hier. Und wenn wir das jetzt umdrehen, also hier haben wir natürlich jetzt das Logo drauf. Und wenn wir das so umdrehen, da haben wir hier genau das gleiche, aber hier halt kein Logo, sondern hier weiter zum Festhalten. Ja. Die Verarbeitung sieht echt gut aus. Jetzt gucken wir mal rein. Ach, hier haben wir denn noch. Da steht es zum Beispiel: Ich habe die Größe LXLXXL. Achso, hier stehen nur alle Größen. Aber wo steht meine Größe? Hier an der Seite irgendwo? Keine Ahnung. Ach, wir haben so ja Bänder hier zum Anhängen. Und hier ist dann die Waschanleitung. Und innen drin sind sie dann weiß. Also praktisch doppelt. Ja. Wenn ihr das jetzt so sehen könnt. Wartet mal, ich ziehe das mal auseinander. Ja, hier, das ist der schwarze Stoff. Hier haben wir nochmal den weißen. So, jetzt ziehen wir die mal an. Trotz, dass ich XXL habe, sind sie innen drin ganz schön eng. Oh. Ah, jetzt geht's. Na gut, beim ersten Mal vielleicht
kennt man ja noch mit der Freundin, das erste Mal, kommt nie wieder. Manchmal aber auch ganz gut so. So. Also ich finde, also vom Tragekomfort finde ich die echt gut. Das rutscht doch nicht runter hier oben. Ist schön fest, es bleibt hier, wo es sein soll. Ich habe sogar noch Gefühl in den Fingerspitzen. Die machen sich jetzt ein bisschen doof, wenn man jetzt was hochnehmen will. Ein bisschen dick, ja. Aber komischerweise, ich habe trotzdem noch Gefühl. Also, obwohl die sehr eng anliegen. Also ich habe auch jetzt nicht so ein Gefühl, dass ich jetzt schon anfange zu schwitzen oder so. Aber trotzdem, gut, müsste ich ein bisschen größer machen. Ja, ich könnte so ja schreiben. So, jetzt versuchen wir mal den anderen, weil ich brauche rechts, um ein Feuerzeug anzumachen. Ich bin Rechtshänder. Ja. Also beides bin ich eigentlich, mal links, mal Rechtshänder. Also ich kann jetzt zum Beispiel Kartoffeln drücken mit rechts. Aber mit links nicht Fleisch schneiden. Da muss ich dann wieder wechseln. Das ist, weil ich bin zu DDR-Zeiten in der Schule gegangen und meine Lehrerin damals hat dafür gesorgt, dass ich halt nur mit rechts schreibe. Beziehungsweise mit der guten Hand, hat sie es immer genannt. Die gute Hand und die böse Hand. So, und jetzt werden wir mal gucken. Passiert gar nichts. Jetzt kommt ein bisschen Wärme an. Auch von außen ist richtig heiß. Und innen drin kommt jetzt, wenn ich jetzt so rauf drücke, merke ich innen drin leichte Wärme. Hey Google, wie heiß ist die Flamme eines Sturmfeuerzeuges? Laut verdampft nochmal. Sturmfeuerzeuge mit dem Gasbutan haben meistens eine Jetflamme. Mhm. Das Gasgemisch eines Feuerzeuges mit Jetflamme verbrennt fast rückstandslos. 1000 Grad stand da. Ich werde das mal versuchen. Oh, die Hitze kommt denn an, aber man merkt das auch hier. Also 1000 Grad auf keinen Fall. Haltet euch daran an die, was hier drauf beschrieben ist. 800 Grad ist ein Feuerzeug. 1000 Grad. Kerze 1000 Grad. Also 800 Grad von einem Feuerzeug könnt ihr 7 bis 10 Sekunden. 500 Grad 12 bis 15 Sekunden. 350 Grad. Steht doch natürlich mit Fahrenheit da. 16 bis 18 Sekunden, 250 Grad. Das ist jetzt beim Backofen jetzt zum Beispiel. 21 bis 23 Sekunden würde reichen, um was aus dem Ofen rauszuholen. Und sind bequemer als Backhandschuhe, muss ich sagen. Also Ofenhandschuhe. 100 Grad, 55 bis 58 Sekunden. Hey Google? Hey Google? Wie heiß ist ein Grill? Hier sind Informationen aus Weber. Also ein Grill, hohe Hitze, sagt er hier. Hohe Hitze, warte, ab 300 aus. Also man brennt einen Grill bei 300 Grad aus. Also das wäre hier so etwa bei zwischen
Also zwischen 250 und 300. Hey Google, wie heißt es denn Holzkohlegrill? Hier sind Informationen aus Weber. Niedrige Hitze. Mittlere Hitze, niedrige Hitze. Also wir haben hier laut Google, bei einer hohen Hitze sind wir beim Holzkohlegrill bei 230 bis 290 Grad. Ja, das wäre dann halt 230 sind hier und 290 wäre dann halt hier auf dem Weg zu den 350 Grad. Mittlere wäre 175 bis 230, wäre von hier, wär hier. Und 120, nee, 95 bis 150, das ist dann hier unten drunter, ist bei niedriger. Also zum Grillen auf jeden Fall geeignet. Wir werden nochmal machen. Ich werde mal so machen, damit ihr das vielleicht besser seht. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Und nichts passiert. Jetzt kommt die Wärme langsam bei mir innen drin an, aber auch überhaupt nicht heiß, wo ich sage, hahaha, nein, gar nicht. Oh, von außen ist, ah, von außen ist heiß, also außen nicht anfassen. Innen ist okay, aber außen nicht anfassen. Und bei dieser Flamme habe ich mir nämlich bei Google, das Gelbe hier ist das heißeste. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so macht, dann habt ihr nur eine blaue Flamme. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Das ist dann halt wohl nicht so heiß wie bei dieser gelben. Da soll es wohl heißer sein. Wir können auch nochmal hier die Nähte testen. 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10. Ich mache mal hier so ein bisschen lang. Ah, jetzt bekomme ich innen drin Hitze. Jetzt bekomme ich innen drin eine Wärme ab. Jetzt wird es innen drin richtig heiß. Au, au, außen ist viel heißer. Aber da muss man wirklich lange dran machen und direkt die Flamme drauf haben. Also, sonst kommt da keine Hitze. Oh. Also, das ist jetzt, also selbst hier, wo ich es eben getestet habe, ist jetzt immer noch heiß. Innen drin habe ich gar nichts gemerkt. Hier, wo ich innen drin jetzt eine leichte Hitze gemerkt habe und die dann im Meer gewohnt ist, ist richtig heiß außen. Ja, da haben wir dann wohl Grillhandschuhe für nächstes Jahr, würde ich sagen. Test bestanden. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also wie gesagt, wir können sie leider erst nächstes Jahr richtig testen, weil wir nächstes Jahr wieder grillen. Ich werde aber meine Frau und meine Tochter und Töchter und meine Mutter versuchen zu überreden, dass wir vielleicht denn doch Fleisch noch mal vorher schon mal so abgrillen machen. Und dann kann ich sie testen. Aber ich kann noch nichts versprechen. Das soll es jetzt aber dazu soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.